Hey. Danke. Wow. Hey, Alex. Hey. Glad you came. Danke für die Einladung. You alright? Need anything? Nein, Mann, alles okay. Die Aussicht ist unglaublich. It's Hollywood. It's how they do it out here. Come on, got some friends I want you to meet. Wahnsinn. Hey, man. Welcome to L.A. Fehlende Konstanz. Das ist unsere größte Schwäche. Das müssen wir dringend ändern. Heute geht's nur um dieses Spiel. Um dieses Ergebnis. Ein Team und ein Sieg gemeinsam. Wenn ihr heute gewinnt, dann sind die Playoffs in Reichweite. Alex, da du noch nicht mittrainiert hast, bleibst du heute leider auf der Bank. Aber sei bereit. Vielleicht kommst du ja rein. Well, 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 look who it is. I heard you were out late last night. So, war das nicht? You're a good player, but if you keep this up, we've got a problem. Alex, es ist soweit. So, es kann losgehen. Nur eine 6,0. 10 Pässe sollen wir spielen. Und ansonsten hat der Trainer eigentlich keine großen Erwartungen an uns. Aber wir haben Bock. Wir wollen natürlich Tore schießen hier beim Debüt für L.A. Galaxy. Ja, Zardes und Hunter werden, glaube ich, keine Freunde mehr in diesem Leben. Ich bin mal gespannt, wie das hier abläuft. Ja? Wer wird den Freistoß schießen? I saw your little showcase, but can you do it when it counts? Das wäre natürlich cool, wenn wir den Freistoß hier reinrotzen würden. Shit! Okay, wir haben es nicht geschafft. Das wäre jetzt auch nur zu gut gewesen. Wir sind linker, zentraler Mittelfeldspieler, warum auch immer. Da ist es! Ich habe nicht mehr damit gerechnet, wirklich nicht. Aber da ist es dann doch noch. Das Tor. Vorlage von Dos Santos. Und wer auch immer das ist, macht den Ball ins Tor.
Klasse Spielzug über außen. Ja, das Spiel plätschert so dahin. Ich dachte schon, wir gehen hier mit dem 0-0 nach Hause. Aber dann kriegt der hier irgendwie noch den Fuß da rein und wir führen mit 1-0. Und Sieg wäre natürlich unfassbar wichtig. 5 Minuten vor Schluss jetzt. Puh. Und das war's. Wir gewinnen diese Partie. Wir kriegen eine 7,4 Bewertung. Und ja, wir gewinnen. 1-0. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Knappe Nummer, aber ein guter Einstieg. Auch wenn wir nicht auf der Position spielen, wo wir eigentlich spielen als zentrale Mittelfeldspieler, sind wir wirklich schlecht. Ich glaube, wir werden, wenn dann, auf dem Flügel vielleicht noch zu gebrauchen, aber auf dem zentralen Mittelfeld, das ist nicht wirklich was Brauchbares für Alex Hunter. Alex Hunter steht jetzt bei mir. Neuzugang der LA Galaxy. Alex, schöner Sieg beim Debüt in der MLS. Wie fühlen Sie sich nach diesem ersten Spiel für die Galaxy? Ja, super Gefühl. Die Fans waren wirklich unglaublich. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich bin froh, dass ich die Punkte geholt habe. Auf diesem Ergebnis müssen wir aufbauen. Dann wird's was mit den Playoffs. Viel Erfolg damit, Alex. Danke. Mann, wenn dir das gefällt, sieh dir das an. Oh, wow. Ich sag's dir, Mann, die Hütte ist echt krass. Hier gibt's 4 Bäder. Und die kommen mit vergoldeten Klobrillen, oder was? Klar doch. Sag mal, wie läuft's denn so bei dir in der Premier League? Alles so, wie du es dir erhofft hast? Ach, weißt du, aller Anfang ist immer schwer. Ich muss auf deiner alten Position spielen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Glaube ich dir gerne. Das hier ist auch eine komplett andere Welt. Ach, hat dein Dad dir schon den Hollywood-Schriftzug gezeigt? Und hast du schon ein bisschen Botox im Gesicht? Keine Zeit, Mann. Nein, aber mal unter uns, Mann. Ich hatte ja keine Ahnung, wie viel man in der MLS reisen muss. Das Land ist echt riesig. Ja, klar. An den Reisen Komm schon, liegt's. Mann. Das war doch nur eine Ausnahme. Ich habe alles im Fernsehen gesehen. Oh. Hey, Mann, ich ruf dich gleich zurück, okay? Wieso? Thierry Henry? Oh, im Ernst jetzt? Okay, okay, bin schon weg, Ich ruf dich weg. Zurück, okay? Yo. Alex. Ja, wie geht's, Mann? How is it going? Ja, gut. Ich chill gerade. So, und so sind wir auch schon wieder im nächsten Spiel hier. Diesmal als Stürmer gegen die Seattle Sounders von Beginn an 90 Minuten. Da wollen wir natürlich unseren Stempel aufdrücken. Am besten mit 3 Punkten. Aber man merkt wirklich, die Spiele hier sind eine ganz andere Welt wie die von Manchester United. Das sind, ich will sie nicht beleidigen, aber es sind wirkliche Graupen hier, mit denen wir spielen. Mit 70ern, mit 68ern, was weiß ich. Also das ist ein wirklich, also die MLS hat nicht umsonst diesen Ruf. Aber klar, es sind auch teilweise einzelne Stars wie Alisson Drini, wie ein Thierry Henry, der ja auch hier gekickt hat. Oder ein Giovanni Dos Santos, ein Jovinko. Das sind alles richtig, richtig gute Spieler, die hier spielen. Aber sie sind eben die Ausnahme. Wobei jetzt hier Alex Hunter. Alex Hunter 1-0. Ich war noch mitten am Reden und Hunter trifft hier direkt im ersten Spiel. Oder halt im, ja gut, im ersten Spiel von Anfang an. Super Vorarbeit von Zaredes, wie auch immer. Er mag uns ja nicht wirklich, legt uns hier den Ball aber super auf. Und so gehen wir in Führung. 1-0, starker Beginn. Zaredes kann das 2-0 machen, da ist es. Auch er trifft. Unser Sturmpartner, wobei er als Zehner spielt, aber ja klar, er ist unser Sturmpartner, aber auch unser Konkurrent. Aber sie jubeln immerhin gemeinsam. Ja, ich denke, der Sieg ist hier machbar. Durchaus machbar. Das ist keine große Schwierigkeit hier gegen die Seattle Sounders. Einfach weitermachen. Hunter! Hunter! Oh Mann, den muss man doch machen. Jetzt aber Alex Hunter auf dem Weg. Macht das alleine. Er macht es alleine und belohnt sich dafür. Zweites Tor. Eiskalt abgeschlossen, eine 9,5er Bewertung bis jetzt und 2 Tore auf dem Konto. Wir hätten auch abspielen können, da ist ja einer mitgelaufen, aber ich dachte mir, den will ich jetzt haben. Den will ich haben und den macht er dann auch in die Torwart-Ecke. Komplett verladen. Nichts zu machen für den Torhüter. Ah, der war perfekt platziert, also da kein Meter, kein Zentimeter weiter links und das Ding wäre raus. Aber ja. Oh,
Da darf Seattle auch nochmal mit Clint Dempsey. Auch ein Bekannter, der hier trifft zum 3:1, aber das dürfte dann auch nichts mehr ändern am Resultat, am 3:1 oder am Sieg eben. Und ja, so läuft's halt. Können wir hier vielleicht sogar noch ein Tor schießen? Das wäre natürlich noch richtig cool, wenn wir den Dreierpack machen. Aber nein, das soll es gewesen sein. Alexander schießt nur 2 Tore im ersten Spiel als Stürmer, bereitet 1 vor. Und wir gewinnen 3:1. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Finde ich. Alex, Spieler des Tages. Riesenleistung heute von Ihnen. Ihr Kommentar zum Spiel? Gutes Spiel basiert auf gutem Coaching. Wenn das Team dem Trainer vertraut, klappt es auch. Ist für Sie also der Trainer der Spieler des Tages? Auf jeden Fall. Danke, Alex. Ja, kein Problem. So, das war's erstmal. Das nächste Spiel wird gegen New York sein und ich denke, wir beenden die Episode hier mal an dieser Stelle und sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann und tschüss, würde ich einfach mal sagen. Tschüss. Ciao.